So, starten wir, würde ich sagen. Schauen wir uns gleich mal, startet ihr wieder mit einer Rückblende, was beim letzten Mal geschah. Wir sind so reich. Warte mal, sind das 14.000 Dollar? Meine Güte, nicht schlecht. Okay, Kapitel 3. Es wird weird. Wir sind in unserem Traum im Grunde. Aber vorher Rückblende. Previously during the investigation. So, you want to find out everything there is to know about Diane? Nick is leaving the bar. Wait! Hi, Akira. She's still alive. Stop right there, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Eskel. Es sieht aus wie Eskel, der Nick. You saved my life. No need to thank me for that. Und sie erinnert mich so stark. I couldn't save Diane. Irgendeine Schauspielerin, mir fällt der Name von der nicht ein. Wartet mal. Ich überlege gerade, aus welchem Film. Ah ja. Naomi Watts. Ganz genau. Die erinnert mich, die Polizistin erinnert mich so an Naomi Watts. In der Verfilmung, die ich plane, sobald ich das Geld zusammen habe, geht's quasi schon los mit den Dreharbeiten, spielt die junge Naomi Watts durch die Zeitmaschine, die ich plane, also sobald die erfunden ist, gehen die Dreharbeiten los, die Polizistin hier, die Emily. Das ist mein Plan. Nix arbeiten, also geht's gut. Das ist schön. Ich muss zwar arbeiten, aber mir geht's trotzdem gut. Na toll, jetzt habe ich gerade die X-Files 3 eingeschaltet und jetzt wird auch noch gestreamt. Nein! Aber du kannst ja X-Files auch nachträglich gucken, theoretisch. Ich habe da heute den vierten Teil aufgenommen für morgen und oh Mann ey. Oh Gott ey, aber das seht ihr morgen dann. Okay, wir sind in unserem Kopf, in unserem Traum. Witzigerweise begleiten uns unsere Fliegen in unserem Traum. Träumen die Fliegen auch? Sind wir verbunden? Oder was ist hier los? Man weiß es nicht. Es ist verrückt. Okay, gehen wir mal durch irgendeine Tür, würde ich sagen. Es sehen alle ziemlich gleich aus. Ich kann keine Hinweise finden, welche richtiger wäre als eine andere. Okay. Wenn das nicht funktioniert, versuchen wir mal ein Pattern. Okay, so geht's anscheinend nicht. Hier, die Tür, vor der so ein kleines Kraut wächst. Aha! Das ist der alte Mann im Rollstuhl, ne? Ich glaube schon. Open this door. There is no turning back. You still want to enter? Klar, hilft dir nix. Ich gehe allein. I do. It's better than staying here. Very well. Off you go. Jetzt erfahren wir, glaube ich, mehr über die Vergangenheit von unserem Protagonisten möglicherweise. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt die lange Rückblende kommt. Look carefully, boy. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Hi, Metatron. Hallo. Seine Mutter war ein Zombie. Jetzt wird mir alles klar. Ich habe heute Nacht geträumt, dass meine Animal Crossing Insel total verglitscht und verbuggt ist und mein Haus wieder zurückgesetzt ist auf Anfangsstatus und Charaktere fehlen oder in den Boden glitschen. Das war ein Albtraum, ey. So viel Arbeit umsonst. Hi Felix, hallo.
Wirklich, ich habe wirklich, das ist kein Scherz, das war wirklich ein total weirder Traum, dass Mr. mein Morgan, Animal do you want a refill? Crossing Safe Game kaputt ist. Hey, Mr. Thank Hawkeye, you. Hallo. Is the coffee that good, Mr. Morgan? Coffee is a vital investigative tool. I know exactly what to do now. Harry! Harry hat der Kaffee eingekreist. Alles klar. Mir geht's gut, danke, Mr. Hawkeye. Ja. It says to hurry. And the first letter of each line is H-A-R-R-Y. Hurry to Harry. Looks like the time that he was talking about has come. Let's go pay the problematic rich boy who owns half of the town a visit. Polly, I think I'm going to go see Harry today. Hi, Lancelot. Oh, really? He's a little strange, but I think he's the most trustworthy one around here. I think you'll have fun with him. If you say so, Polly, then we probably will. Of course! Now, give me your cup, and I'll give you some more coffee. I'll see you later, Polly. See you later, Polygator. Ich muss meine Fliegengassi führen. Mr. Morgan, what about the coffee? Don't you want a refill? Your coffee! Schütze einfach auf den Camouflageboden, das merkt man gar nicht. Deswegen sieht der Boden so aus, wie er aussieht. Der war mal rot wahrscheinlich. Jetzt wird mir alles klar. Kommt, meine Armee von Fliegen. Hey, wer ist denn da? Hey, am I still a suspect? Ja. No. Nee? Ach so. Okay, well, good. My wife and I have been living separately for over 3 years now. Diane, she's a single woman, so this shouldn't be a problem. That's true. I feel so bad for Diane, though. Gosh, did you find out who did it? I can't discuss that. Yes, of course. I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. I'm clean as the sheets in this hotel. What's with that look? We don't have a problem, right? Looks like Kaysen is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. Kaysen ist ein ganz schöner Weiberheld, aber wer so auf der Couch sitzen kann, der kann natürlich auch bei jeder Frau landen. Und durch Hunde durchgehen kann er auch noch. Ich meine, was will man mehr? Hallo, Kitonioko, wie geht's? Und hi Merlin, wie geht's dir? Ich habe vergessen, Albertina zu sagen. Das stimmt. Die Regel habe ich letztes Mal aufgestellt. Harry Mason aus Silent Hill 1 wird wissen, was zu tun ist. Oder Harry Potter. Der wäre bestimmt auch nützlich. Der sagt einfach, Phallus Lysicus. Und dann, bam, wissen wir Bescheid. Hallo, Polly. Oh, hi. Die ist so klein. Eine richtige Polly Pocket. Schauen wir mal, was die verkauft. Oh, ein neuer Anzug. Was? Cool. Blauer Streifenanzug. Yeah. Hey, da muss ich meine Fliegenzucht, glaube ich, doch noch. Das hilft nichts. Zurückdrehen. Ah, stopp. Legendärer Köder ist das, oder? Nee, warte, ich habe mich verdrückt. Ich will einkaufen, bitte. Köder, legendärer Wurm. Ja, erhöht die Chance, seltene Objekte zu angeln. Oh, morgen, sie schleppen schon. Ah, verdammt, ey. Kann ich eigentlich auch verkaufen bei dir? Nee, kann ich nicht.
Dann müssen wir jetzt Inventar managen. Ich muss sowieso meinen Anzug wechseln. Können wir auch schnell ein bisschen Mist ausräumen. Ausmisten. Mir geht's auch gut, danke. Magst du Harry Potter? Ich bin kein Fan, aber ich hab nichts gegen Harry Potter. Ich hab die Filme alle geguckt und fand die cool, aber ich hab jetzt die Bücher nicht gelesen. Es ist so, ja, passt. Kann man nichts sagen. Quasi. Hey! Da stand gerade eine Pflanze vor meiner Tür. Von Kaysen eine Pflanze. Ist das die, die er mir geschenkt hat, oder ist das die neue? Ein Setzling von Kaysen. Er sagte, er sei schwer zu ziehen. Aber das schaffen wir schon. Ah ja, das ist der, den er uns damals geschenkt hat. Okay. Alles klar. Gelesen und geguckt. Du magst echt gern. Jo, kann ich auch. So. Meine Güte. Ist das ein schöner Anzug. Oh Gott. Schon cool. Jetzt warte mal, das war der, den wir vorher anhatten, oder? Den reinigen wir jetzt. $10, das können wir uns leisten. Okay. Wow. Wow. Das ist besser als eine Armee von Fliegen. Die Krawatte passt nicht mal zum restlichen Anzug. Es ist großartig. Okay. Ah, Inventar managen. Stimmt. Super. Objekte verstanden. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie dieses Inventar funktioniert. Kann ich mehr Waffen mitnehmen, wenn ich Objekte wegräume? Was mache ich überhaupt mit diesem Schwarzbarsch? Den kann ich essen. Einfach so. Den frisch geangelten. Beziehungsweise vor 3 Tagen geangelt und seitdem in meiner Hosentasche rumgetragen. Ich verstau den mal. Nein, mein Kasten ist voll. Oh, come on, Spiel. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass das Inventarmanagement so ein Pain in the Ass ist hier. Oh mein Gott, kann ich Sachen irgendwie wegwerfen eigentlich? Ich bin irgendwie... Was ist denn? Ich bin gefangen hier. Ich kann weder was wegwerfen noch was rausnehmen. Okay, wartet mal. Jetzt habe ich Zigaretten rausgenommen, zumindest. Ich habe jetzt einen Stapel aus der Kiste zumindest entfernt. Okay, jetzt versuche ich mal, ob ich eine Sache verstauen kann wieder. Damit ich da eine andere Sache rausnehmen kann. Zwiebeln, was will ich denn mit dem ganzen Zeug? Nein, der Kasten ist trotzdem voll. Aha, ich sehe schon. Unten steht es eh, man kann 4 Waffen gleichzeitig tragen und 15 Objekte. Okay, aber wie werde ich Objekte los? Das würde mich noch echt interessieren. Vielleicht, wenn ich hier in mein Inventar gucke. Ach ja, ich trage immer noch den Knochen, den wir mal gefunden haben, mit mir rum. Knochen einer linken Hand in der Hosentasche. Wird ja nicht schlecht. So, ich esse mal 3 Zwiebeln. Oder wartet, ich esse eine Gurke. Einfach nur, damit sie weg ist. Genauso wie dem Fisch hier. Und den da auch. Okay. Keine Ahnung. Ein Straßenpyjama, den er da anhat. Objekt herausnehmen. Ah, ich kann aber Warum ist denn meine Kiste voll? Ich kann 28 Waffen und 40 Objekte lagern, weil ich von dem Objekt, das ich reinlegen wollte, nicht mehr reinlegen kann, wahrscheinlich. Schön langsam verstehe ich, glaube ich, was hier los ist. Na gut, egal. Dann können wir jetzt zumindest den legendären Köder kaufen. Den ich haben wollte. Und das ging ja eigentlich. Sonst brauche ich eh nichts. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas verkaufen können. Irgendwo anders. Wir müssen nur irgendwie wieder in die Lobby finden. Ich glaube, da lang. Hoffen wir es mal. Hallo, Polly. Oh, hi. Thank you.
Yeah. Das ist echt mal ein legendärer Wurm. Ist das ein echter? Soll das ein echter Wurm sein? Ein Wurm im Sinne von Lebewesen, das im Boden wohnt? Weil dann ist das echt ein ziemlich krasser Wurm. Das ist ein Wurm. Dann ist, wenn das der normale Wurm ist... Der sieht aus wie ein Resident Evil 4 Endboss, der legendäre Wurm. Der eine... Hey, meint ihr, Resident Evil 4 ist voller Deadly Premonition Easter Eggs? Das fällt mir jetzt erst nach und nach auf. Der legendäre Wurm sieht schon sehr aus wie dieser eine Endboss, der dem anderen Endboss aus dem Rücken kommt. Und zwei York, andere Sachen. I can't find ich kann mich Thomas. Nicht mehr erinnern. Was he here? No, I haven't seen him. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. What about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying you didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I'm a bit worried. George has asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. But I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know, Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, there haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, don't we? He did invite me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? I think the FBI would take a more logical approach to investigations. But Emily, serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic. That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great, thanks. Macht perfekt Sinn, weil Serienmörder nicht immer logisch handeln. Idiot for thinking you might be a good pick. Machen wir was I really need to work on my taste in men. Gut. Der Kaffee hat gesprochen. Fahren wir zu Harry. Wir müssen bis 21 Uhr dort sein. Es ist jetzt 10. Wir hätten also Zeit, ein paar andere Sachen zu machen, wenn wir wollen. Aber ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht genau, was. Ups, ich glaube, ich bin hier falsch. Wie komme ich hier raus? Ich bin gefangen. Ah, da. Yes! War mir wichtig, dass wir das mitnehmen. Dann versuche ich. Das machen wir. Das ist eine gute Idee, oder? Ich versuche, ohne auf die Karte zu gucken, zu Harry zu fahren. Wenn wir irgendwo interessant hängen bleiben, irgendwas sehen, machen wir das. Zack, we've ended up with a third victim. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. It's a real mess, Zack. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but we like different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones, like the Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, and Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked. But for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Der Kerl hat nicht nur einen guten Film, sondern auch einen guten Musikgeschmack. Beide. Quasi. Der beide. Ich bin gespannt, ob ich einigermaßen richtig fahre hier. Fahren wir jetzt wieder durch den Tunnel, der voller Trümmer ist? Nee, das ist ein anderer. Okay. Uah, Kontrolle verloren. Okay, geht schon. Ich hätte natürlich vom Turboknopf gehen können, aber... Pff, dann ist es... Dann kann es ja jeder.
Ich meine, Sirene ist schon schön und gut, aber ich hätte schon gerne Hupe manchmal. Oh, war das knapp. Oh mein Gott, sind wir da gerade um den Laternenpfahl geschlängelt. Ah, dammit. Okay. Unser Auto ist noch in relativ gutem Zustand, muss man sagen. Dafür, dass er sich gerade überschlagen hat. Hey, wollen wir mal hier einfach mal eine kleine Rast machen? Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Was ist denn das da? Ist das das Swery? Gehen wir mal ins Swery. Ah, das hat geschlossen. Okay, dann gehen wir nicht ins Swery. Schade. Ich hätte mir gedacht, vielleicht wäre es interessant, mal ins Swery zu gucken. Vielleicht gibt es da coole Minispiele, Arcade-Automaten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es in dem Spiel gibt. In meiner Fantasie gibt es verdammt viel. Trunken auf der Straße. Trunken von Macht ist er wahrscheinlich. Hallo, gestufft, wie geht's? Ich glaube, ich habe ein paar Sex Pistol Songs tatsächlich in meiner alten Spotify-Playlist. Ich könnte es nicht mal schwören, aber auf jeden Fall grundsätzlich eine coole Band. Ich muss sagen, Jörg ist mir echt ähnlich, was Film und Musik angeht. Ja, ich meine, er hat halt auch einfach die ganzen Klassiker im Grunde in seinem Repertoire, über die er redet. Ich glaube, der ist auch ein bisschen das Sprachrohr von Swery. Mich wundert es aber dann, dass der Soundtrack von dem Spiel so jazzig ist und nicht punkiger. Außer wenn man Rennen fährt. Naja. Ich glaube, das ist immer nur so ein kleiner Ausschnitt der Stadt. Ich glaube, es gibt keine Vollansicht der Karte. Verwirrenderweise. Unser Sakko glitscht schon wieder. Warum? Jetzt glitscht das Neue auch schon. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Die Streifen sind einfach zu viel für das Universum. Da dreht sogar die physikalischen Gesetze drehen sogar ab bei dem Anblick. Ich weiß nicht mehr, wo unten und oben ist. Speichern wir mal, wenn hier schon ein Telefon ist. Dürfte ich ihr Telefon benutzen? Ich muss kurz speichern. Das werde ich ab jetzt immer sagen. Wer speichert denn da an? Bitte speichern Sie nach dem Piepston. Piep. Mr. Francis York Morgan. Das bin ich. Mr. Stewart has been waiting for you. To the meeting room you shall go to. Aha, ich wurde erwartet. Dieser Harry weiß mehr, als man meint, dass er wissen würde, vielleicht. Geheime Note. Haben die vorher gecheckt, dass es kein einziges Lied im Universum gibt, das genau diesen Akkord nutzt? The meeting room is through here. Please be kind. Be sincere. Yes? Mr. Francis York Morgan, du solltest zu Mr. Stewart gehen. Gut aufgepasst, er will dich sehen. Verschieb es aber nicht auf morgen, das brächte dir nur Leid und Sorgen. Bis alles Nötige gesagt, werd ich die Vordertür verschließen. Das reimt sich nicht mal. Falls Hunger oder Schlaf dich plagt, was unser ist, kannst du genießen. Ach so, das reimt sich wieder auf verschließen. Der hat nur das Reimmaß irgendwie mittendrin verändert. Muss ich jetzt hier was drücken, oder? Nö, dann gehe ich durch die Tür, oder? Ah! Symphonie Nummer 3. Eroica Nummer 5. Schicksalssymphonie. Und so weiter. Okay, der hat hier Noten ausgestellt im Grunde. Warum nicht?
Das kann schon sein. Vielleicht soll das glitschende Sakko einfach anzeigen, dass unser Charakter etwas sehr Besonderes ist. Okay, es ist anscheinend ein Rätsel, oder? Ich sollte mal lesen, was da steht, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen. Das könnte helfen. Observe. Da steht Saloon. Die Tür ist zu. Hat kein Schloss. Okay, dann brauche ich jetzt wahrscheinlich die Noten von irgendwas mit Saloon oder so. Und hier blinkt so komisch. Erotika Schicksalssymphonie. Von den vielen Partituren sind nur diese drei aufgeschlagen. Wenn Harry das getan hat, muss es bestimmt etwas bedeuten. Ist das ein normales Klavier? Was hältst du davon, Zack? Naja, wir müssen hier irgendwas machen. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was. Können wir vielleicht irgendwie die Statuen? Kann ich mit den Statuen vor der Tür interagieren? Nee. Kann ich in die anderen Türen? Ich kann in die anderen Türen. Ah, das ist gut. Dann schauen wir uns mal um. Wir haben hier ein Bett. Wir können uns rasieren. Wir können uns umziehen. Was ist das da? Regenschirm für Gästezimmer Nummer 1. Wir haben einen Regenschirm gefunden. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Hochwertiges Rindfleisch. Aber unser Inventar ist so voll. Aber hier ist Regenschirm für Gästezimmer Nummer 2. Ich schätze mal, das ist irgendwie wichtig. Sind die nummeriert? Nicht so, dass ich es lesen könnte. Gästezimmer Nummer 2. Also das wäre eigentlich richtig mit den Schirmen gewesen. Komisch. Aber ich nehme die mal alle. Hier ist dann Regenschirm für Gästezimmer Nummer 3. Ja, okay. Warum hat jedes Gästezimmer einen eigenen Gästeregenschirm? Ich meine, gut, wenn es regnet und man hat keinen dabei, aber ungewöhnlich. Ich glaube, ich baue in Minecraft die ganze Stadt nach. Ich baue Deadly Premonition in Minecraft nach. Ich glaube, in Minecraft wurde schon alles gebaut, aber Greenwill hier, glaube ich, noch nicht wahrscheinlich, oder? Ich glaube, niemand hat Greenwill aus Deadly Premonition in Minecraft gebaut. Und ich finde, das wird höchste Zeit. Oh, was haben wir denn hier? Eine Statue eines Kavalleristen. Er hielt offenbar etwas... Ein Springfield-Gewehr vielleicht? Ich glaube, er hielt einen Regenschirm. Zack, something is still missing. Ach so. We need more clues. Mehr Hinweise. Na gut, okay. Dann schauen wir uns erst noch in dem anderen Zimmer um. Wenn der Stream vorbei ist, schaue ich nach, ob es das gibt und sag dir beim nächsten Stream Bescheid. Ja, das ist eine gute Idee. Hier ist auch ein Regenschirm. Okay. Dann haben wir jetzt Regenschirm 1, 2, 3, 4 und 5, oder? Jetzt muss ich mir nochmal das Ziffernblatt anschauen. Wahrscheinlich hilft uns das. 3, 5, 6. Okay, ich glaube, das ist die Lösung einfach. 3, 5, 6. Na dann. Wir haben uns jetzt gerade vorher nochmal die Melon und ich Screenshots angesehen von dem Nachfolger. Und das stimmt gar nicht, dass der genauso aussieht wie der. Der sieht deutlich besser aus. Muss man schon sagen. Mist, was habe ich jetzt? 3, 5? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich muss schnell zurück. Mein wanderndes Hirn ist schon wieder zu weit abgewandert. Ist schon wieder auf die Bilder und auf No More Heroes 3 dann auch noch in meinem Kopf. Dass ich die 3, 5, 6. Okay, 3, 5, 6. Ich kann es mir merken jetzt. 3, 5, 6. 3, weil es 3 Zahlen sind. Und 5, weil es die vorletzte ist. Und 6 die letzte. So.
3. Crazy. 5. Und 6. Gut. Müssen eigentlich alle seine Besucher durch so komische Hindernisse, durch so Rätselreifen springen, bis sie mal eine Audienz bei unserem Harry hier kriegen?